10.000 China-Restaurants gibt es in Deutschland. Allein 400 in Berlin. Aber wie viel echtes China steckt im China-Restaurant? Das verrät uns Wang Guanfeng, Spitzname Afong. Der Chinese betreibt in Kreuzberg das China-Restaurant Long March Canteen. Sein Urgroßonkel hat ihm erzählt, wie alles mit den China-Restaurants in Deutschland anfing und was passiert ist, weil es keine chinesischen Zutaten gab. Mein Großonkel hat nach dem Zweiten Weltkrieg ein China-Restaurant in Deutschland eröffnet, dann eine Soße, heißt Süß-Sauer-Soße, erfunden. Und die Soße in China nicht gibt. Und wir treffen Dina Fung. Sie ist quasi im China-Restaurant ihrer Eltern aufgewachsen. Dem He Lam Moon, zu Deutsch herzlich willkommen. Der Klassiker, so wie wir ihn kennen. Auch sie verrät. Als meine Eltern 1987 dieses China-Restaurant eröffnet hatten, haben sie schon auf den deutschen Geschmack Rücksicht genommen. Wie viel China steckt im China-Restaurant? Das checken wir in drei Kategorien. Karte, Dekoration und natürlich Essen. Zuerst die Karte. Dina vom klassischen China-Restaurant zeigt uns, dass bei ihr darin fast 200 Gerichte stehen. Frühlingsrolle. Über Schweinefleisch mit süß-saurer Soße, den Eierreis, der Ente-Cross mit Ananas und süß-sauer Soße, bis zur gebackenen Banane reicht das Angebot. Ganz typisch für China-Restaurants in Deutschland, die Nummern vor den Gerichten. Wieso? Das ist für alle viel einfacher, für die Gäste oder auch für die Kellner und für den Koch. Wisst ihr schon, was ihr essen möchtet? Ich hätte gern einmal die 10 und die 109, bitte. Okay, Mho, Sabho, Yelingau, Ja, Sam, Sergau. Ja, okay. Denn viele Köche sprechen kaum Deutsch. Dank der Nummern gibt es keine Verständigungsprobleme. Das meint auch Afong. Es ist ein Vorteil, wenn der eine Koch zu anderen Restaurants zu arbeiten, dann können jene habe eine Stunde sofort beherrschen, ohne Arbeitsverzögerung. Afong selbst verzichtet, wie Restaurants in China auch, auf Nummern, beschreibt lieber auf seiner Karte blumig, wie es schmeckt. Die chinesische Bauernpizza mit Roastbeef, Koriander und Sesam. Die weltbesten Schweinerippchen und die traditionellen Auberginen in der unbeschreiblichen Soße und Frühlingszwiebeln. Im klassischen deutschen China-Restaurant stehen in der Karte viel mehr Gerichte, als es in China üblich ist. Dort sind viele Restaurants auch nur auf ein Essen spezialisiert, etwa ein Feuertopf-Restaurant oder Peking-Enten-Restaurant. Da gibt es oft auch gar keine Karte. Wie viel China steckt in der Dekoration in deutschen China-Restaurants? Die Farbe Rot ist typisch hierzulande. Warum? Rot steht für Glück, ist die absolute Lieblingsfarbe der Chinesen. Und selbst Bräute tragen gern Rot. Auch bei feierlichen Anlässen in China sehen alle am liebsten Rot statt Weiß. Denn in China bedeutet die Farbe Trauer. Und ja, zu Trauer feiernd trägt man Weiß. Die Farbe der Reinheit und Unschuld in Deutschland. Und wir wollen, dass unsere Gäste sich wohlfühlen, deshalb die weiße Tischdecke. Und viel Gold. Denn das ist die zweite Glücksfarbe in China. Deshalb sind hier auch Goldfische. Und der goldene Buddha. Bei uns sind die Tische meist eckig, denn jeder isst für sich. In China dagegen essen alle alles gemeinsam, meist an runden Tischen mit Drehteller. Übrigens reicht die Tradition deutscher China-Restaurants 100 Jahre zurück. 1923 in der Berliner Kantstraße 130b, wo heute ein Brillenladen und eine Apotheke sind, eröffnete der ehemalige Koch der chinesischen Gesandtschaft das erste China-Restaurant Deutschlands. In den 20er Jahren war ein Lokal mit außereuropäischer Küche das Essen mit Stäbchen absolut ungewöhnlich. Afong dekoriert moderner, will das neue China zeigen. Und das funktioniert. Sein Lokal gilt als der hipste Chinese in Berlin. Das zieht auch Promis an. George Clooney und Steinmeier und Marius Müller Westernhagen und Fanta 4 und Lena Meyer Landrut und etc.
Doch bis dahin war es ein harter Weg. Er wächst in einem Küstenort in Südchina in Armut auf. Sein Vater ist Soldat und seine Mutter Fabrikarbeiterin. Meine Eltern haben sehen keine Zukunft in China für mich. Die haben sich festgeglaubt, Westen wird in den nächsten 100 Jahren immer besser als China. Als er 15 war, kratzten seine Eltern alles Ersparte zusammen und schickten ihn zum Arbeiten ins Lokal seiner Tante nach Berlin-Tegel. Onkel und Tante adoptierten ihn, damit er bleiben durfte. Bei der Arbeit bei Onkel und Tante bemerkt er, dass die süß-saure Soße hier gar nichts mit China zu tun hat. Denn so isst man in China eigentlich. Für die 1,4 Milliarden Menschen in China gibt es keine einheitliche Küche, sondern viele regionale Besonderheiten. Etwa in Chinas Norden die deftige Peking-Küche mit dem Feuertopf und der berühmten Peking-Ente. Im Osten Chinas, etwa in Shanghai, sorgen Flüsse für die knusprig in viel Öl gebratene Fischküche. Im Süden Chinas gibt es die Kanton-Küche. Sie ist weltweit am beliebtesten. Hier entstand das Pfannenrühren im Wok und die Dim Sun, die gefüllten Teigtaschen. Im Westen Chinas wird es mit der Sichuan-Küche richtig würzig und betäubend scharf. Das liegt am gleichnamigen Sichuan-Pfeffer, der erst wie Zitrone prickelt, dann die Zunge leicht betäubt und dem vielen Chili. Typisch chinesisch ist bei Afon das Essen mit Stäbchen, während im anderen Lokal bei Diener Messer und Gabel angeboten werden. Kommen wir zur, für unsere China-Restaurants, typischen süß-sauren Soße und zu Afons Familie. Nach dem Krieg eröffnete sein Urgroßonkel als einer der ersten in Stuttgart ein China-Restaurant und erfindet aus der Not heraus die süß-saure Soße. Für die Ente braucht der Urgroßonkel Pflaumensoße. Es war für ihn damals aber unmöglich, an die chinesischen Zutaten dafür zu kommen. Afong zeigt uns, wie sein Urgroßonkel damals improvisiert hat und in Deutschland die süß-saure Soße erfand, die bei uns bis heute als typisch chinesisch gilt. Das ist Essig, das ist Zucker und das ist Tomatenmark. Tomatenmark gab es damals gar nicht in China. Diese Zutat schaut sich der Urgroßonkel von der italienischen Küche ab. Und ein Stück Orange, ein Stück Zitrone. Salz dazu. 3 Stunden köcheln lassen. Afong lehnt sie im eigenen Restaurant als nicht chinesisch genug ab. In seiner Lehrzeit hat er tausende Liter davon gekocht. Denn die süß-saure Soße des Urgroßonkels erlebt einen Boom. Bis heute. Hätte er sich das Rezept bloß mal patentieren lassen. Denn auch bei Fertiggerichten darf die süß-saure Soße nicht fehlen. Ein Umsatz in Millionenhöhe. Ein klassisches deutsches China-Restaurant, wie das von Dinas Vater, verbraucht täglich 50 Liter davon. Bei jeder Bestellung eines Gerichts mit süß-saurer Soße kommt dazu mit Gemüse auch, Ananas, Paprika, Steifen, Schiebe, Erbsen. Auch bei der Ente selbst ist Dinas Vater auf den Geschmack der Deutschen eingegangen. In Hongkong, die Leute, ist es gerne mit genochen Ente, mit genochen ist. Aber in Deutschland, der Deutsche mischt keine Genochen auf dem Teller. Dina serviert als Vorspeise eine Suppe, zur Ente süß-sauer. Dann viel Reis. Ganz anders wird dagegen in China die Peking-Ente gegessen. Sie benötigt 10 Stunden aufwendigste Kochkunst eines gelernten Entenkochs. Als Vorspeise gibt es gekochte Entenzungen in Chilisauce, Entenfüße mit scharfem Senf. Knusprige Haut der Ente ist ein eigener Gang. Statt Reis gibt's Pfannkuchen. Dinas Vater bereitet, typisch fürs deutsche China-Restaurant, zum Schluss etwas Süßes. Gebackene Banane. Sie kommt ursprünglich aus Thailand. Also im Nachtisch steckt auch nicht so viel China. Also ich bin dann auch schon lieber für die deutsch-chinesische Küche, ehrlich gesagt. Habe ich mich daran gewöhnt und das schmeckt mir genauso. Zurück zu Afong. Er überrascht seine Gäste lieber mit original chinesischen Spezialitäten, etwa 1000-jährigen Eiern.
Wie alt sind die tausendjährigen Eier wirklich? Er ist eine Woche alt. Im Westen gibt es solche Eier wirklich nicht, weil es ist wirklich eine neue Begegnung für viele, viele Gäste. Und viele trauen sich auch nicht essen. Oh je, mal sehen, wie es ankommt. Ich meine, das Aussehen ist natürlich immer so ein bisschen erstmal abschreckend, aber ich finde es sehr gut. Schmeckt lecker. Ja, lecker. Also schmeckt intensiver als ein Ei, ein bisschen mehr Umami. Und macht jetzt keinen sehr krassen Geschmack, der einen aus der Bahn wirft? Nee, gar nicht. Afong freut sich, aber Delikatessen wie Entenpaddel oder Hühnerfüße will er nicht anbieten. Die Hühnerfüße sind alle nach China gelaufen. Unser Fazit: Es gibt einen Trend zu authentischer China-Küche, wo alle alles gemeinsam essen. In deutschen China-Restaurants steckt aber nicht zu 100% China. Wie wir das finden? Reine Geschmackssache.